Also wir sollen den Leiter-Match jetzt machen. Wer scheint egal zu sein? Es steht nur da Leiter-Match. Ein Leiter-Match. Ach ja, achso, ich könnte mal meine Tür schon aufmachen. Ja, der Onkel wohnt nämlich in der Höhle und da gibt es keine Fenster und keine Tür und deswegen ist es so kalt hier. Aber einen Stuhl gibt's. Deswegen warst du vor uns Fenster aufmachen. Weil ich keine Fenster habe. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich bin der Chef, warte. Das war der Angriff. Geil, hast alles da. Es funktioniert. Machen wir ein Titelmatch sogar mal. Ein Titelmatch? Nur ein Titelmatch. Okay. Ich gewinne. Ich bin aber da, der einen Titel hat, okay? Ich gewinne. Okay? Ja, ich nehme ihn dir ab. Titelkampf, keiner. Bitte wieder Superstar. Achso. Ja. Ich wärme gerne. Wärmst du auch gerne? Was? Ja. Der nicht. So, wie kann ich jetzt hier ein Match regeln? Titelkampf. Ach, wen nehme ich denn? Wen darf ich denn jetzt nehmen, liebe Leute? Den muss ich nehmen? Nee, gar keinen. Wie gar keinen? Ich kämpfe jetzt nackt oder so. Warte mal, wir müssen noch mal ganz kurz rausgehen ins Menü, was ist denn Champion? Schreibt da noch einer? Hallo? Mein WWE? Titel. Boah, ich will mal gerne den Roman Reigns nehmen. Was machst du? Was war das für ein Geräusch? Das war Rülpsen. Achso, du atmest. Ich nehme jetzt den, der einen Titel hat. Ich will auch mal einen besseren haben. Boah, Ryback. Boah, ich nehme High Ryback. Das ist ein Muskel. Ich glaube, ich nehme Seth Rollins, glaube ich. Kann ich auch eine Frau nehmen? Seth Rollins? Kann ich dich damit verbrüllen? Ja, ich nehme Seth Rollins. Kann bestimmt zweimal miteinander kratzen. Seth Rollins oder lieber? Ja, ich nehme Seth Rollins, genau. Okay, also okay. Das wird jetzt ein Titelmatch. Titel-Leiter-Match. Zum Wohle der Natur. Leiter-Titel-Match. Okay, Seth Rollins. Du musst deine Figur wählen, du kleiner Nico. Oh! Du nimmst Seth Rollins. Mhm. Ich nehme Wrestler. Das ist gut. Ich hab nichts gedrückt. Ach, du bist es. Ja, ich versuche hier gerade irgendwie einen Titel zu kaufen. Müssen wir dann machen. Wähl du erstmal. Ich wähle. Irgendwie will das hier. Seth Rollins. Hast du, ja. Mhm. Ich suche gerade jemanden mit R. Was? Mit R. Warum? Hä? Ah, da ist er doch. Hoho. Der beste Bro von ihm. Machen wir WWE. Kann man auch gleich WWE Channel Titel Match jagen. So. Bist du bereit, mit den Titel versuchen streitig zu machen in einem Leiter Match? Leiter Match? Geil. Endlich mal was Vernünftiges. Ich krieg mir nicht mehr ein, ey. Also, liebe Leute, ihr seht's, ey. Wenn euch mal irgendwie so ein fetter Obelix ankommt und euch Angst einschüchtert, lasst den zweimal kratzen, also erschöpft, und dann gibt er den einen. Hm? Tu mal deine Hand aus meinem Bild. Der Onkel macht sich so. Ich bin hier. Ich hab gar keinen Platz. Der ist schön. Hast du angemacht? Brauchst du da nicht Fenster offen? Stimmt, aber die Heizung eigentlich voll gut. Nee, die Heizung ist nicht an eigentlich. Also hier die Worte. Also so, ich muss das Ding wegnehmen. Prost. Jo. Guck mir in die Augen. Mein Gott, guck dir danach. Was ist denn los mit dir? Was? Guck dir danach? Nein. Ja, ich hab ein Bild gemacht und guckt euch einfach an. Ist doch schön. War doch hübsch, oder? Hm, guck. Hab was. Oh, da ist ein dicker Text. Ah, oh, das schon wieder, lest du vor. Falls keiner einen Nein, Wunsch hat, ein Handicap, 1 gegen 2 Match, Onkel Ric Flair, Revano mit Austin und Partner The Rock. Onkel das ist nicht schlecht, ne? Onkel muss mit Submission gewinnen, aber nur, wenn kein anderer Wunsch kommen sollte. Wow. Ich soll... Du überforderst einen Onkel, aber coole Idee. Aber du überforderst ihn. Das klingt mir wie ein. Das klingt mir wie ein. Geht schon los? Wieso hast du keine Parade? Ey! Achso, ich kann mich bewegen. Gut. Ich stelle Parade oder brech. Achso. Ist das unfairer? Boah!
Geil, da kam ich direkt, ey. Guck mal, ich hab so lange Haare, du. Ich war vorher da drüben. Warum muss ich den Ric Flair nehmen gegen Stone Cold Steve Austin und The Rock? Das ist ja das für ein Quatsch. Und wir machen, das war sein Submission-TLC für das Headmatch. Ach, ich darf nur mit Dings gewinnen. Aha. Oh mein Gott. Ich hab nichts dagegen, wenn ich einen Undertaker wieder nehmen soll. Nein. Du sollst The Rock und Steve Austin nehmen. Money in the Bank. Money in the Bank, sagen wir mal. So, Junge, jetzt gibt's auch die Fritte. Meiner kann nämlich dreimal kratzen, ist dann nicht erschöpft. Nicht zweimal. Boah, jetzt schwäche ich erstmal sein Bein. Doch, sehr schlauer Satz. Ja, fand ich auch. Mhm. Das habe ich jetzt. Fand auch. Ich echt muss toll. Auch lange drüber nachdenken. Aber dann bin ich zum Schluss gekommen. Ich bin drin. Oh. Krass. Ich mache auch immer im Bett so ein Salto und dann ziehe ich mich dabei an. Kannst du das auch? Ich bin fit und mache einen Dropkick und guck mal, er ist unverwundbar. Er ist unverwundbar. Oh, der ist, ja, wieso bist du unverwundbar? Das geht in der Zeit halt mal nicht. Mein Gott, woher steht das? Stand nicht in den Regeln. Ich mache meine Moves, ich hau meine Energieleiste weg und er ist unbreakable. Ha! Aber jetzt. Bumm und im Kopf rein und nochmal nach hinten. So mag ich das. Ohne Wing Pump. Da, schön. Okay, du bist ein Profi. super. Ein Profi. Darf ich wenigstens gegen ein Tag Team antreten oder müssen die beide im Ring sein? Beide im Ring. Beide im Ring. Weil es wäre schon cool, wenn dass ich wenigstens ein bisschen weit gehe. Ich möchte nicht manipulieren. Obwohl, mir ist egal, Mach, sag was ich machen soll. Eins gegen zwei, dass alle beide im Ring sind, oder? Dann kann er aber bloß einen nehmen, logischerweise, ne? Ja, der andere soll ja vom CPU legendär gespielt werden. Wieso legst du mich jetzt dahin? Was wir auf dem Kanal hier zocken, alles. Das kommt immer drauf. Ja, kein Witz, alles. Ja, es kommt drauf an, was wir zocken. Also, es kommt drauf Fallout an. Fallout 4 zum Beispiel. Nein. Doch. Auf dem Kanal nicht. Ach, auf deinen, ja. Du bist ja. Du hast, wieso hast du angefangen? Ja, aber ich. Keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen mit dem Stream Probleme. Weil ich kann bloß OBS benutzen. Das gefällt mir nicht so. Das sieht ja die Qualität ist nicht so. Berauschend finde ich. Und das Delay ist scheiße. Und deswegen habe ich ein kleines Problem mit dem Stream in letzter Zeit. Ich versuche dir da rauszuhelfen. Und. Ja, deswegen streame ich jetzt kaum noch. Nur zu solchen speziellen Eventen. Eventual. So, ich hole mal die Leiter hier. Das alte Ding hier. Und damit werde ich jetzt aus dem Ordner von deinem Kopf holen. Jetzt stell das hier wieder hin. Ich wollte sie reinschmeißen. Jetzt kommt er rausgeflogen. Ich bin nicht unverwundbar. Natürlich nicht. Denn meine ist nicht so stark. So, jetzt komm, steh auf. Ach, ich bin da innen. Ich guck die ganze Zeit da drauf, weil ich es immer gewohnt bin, da unten zu sein. Mann, da, ich guck die ganze Zeit, ich denke, warum habe ich kein Finisher? Dann muss er da hinten hingucken. Voll geil. Oh, das tut weh. Das tut weh. Oh. Oh, ich sag euch das. Schlimmer als Kratzen. Guck mal, wie er die. Siehst du jetzt übel zu dem Kratzen hoch? Ja, weil das übelst. Ich meine, ich bin ein Tier gewesen, wirklich ein Monster. Ein Baum hätte nach mir benannt werden können. Und ich kratz und ich bin unwichtig. Das ist nicht unwichtig. Du hast es ein bisschen falsch geklappt. Oh. Wieso kann ich die Leiter nicht richtig hinschieben? Warum kletterst du da hinten hoch? Das war nicht mein. Wieso? Kann ich. Ach, guck mal, ich kann greifen. Oh, ja, bin ich ja schon. Nee, das ist ja doof. Ja, ich hab mich hier versehen. Ich gehe wieder runter. Wie kann ich jetzt wieder runter? Ich will runter. Achso. Nee, das hätte ich jetzt schon gewonnen, weil der Onkel da unten eine Tapetenkleister haben will oder so, keine Ahnung, was er macht. Schmeiß mal hoch. Ich helfe dir. So, die wollte sie hinstellen, oder? Ich will dich damit verprügeln, er stellt sich ganz gemütlich hin. Nee, ich verliere jetzt. Ich hätte schon zweimal gewonnen, die waschen am Gürtel dran. Ich hab den. Hä? Alter, warum guckt der denn nicht zu ja, dir? Ja, der ist total unf. Meiner rennt gegen die Leiter. Yo! No! Ich trinke noch ein Bier. Guckt euch den feigen Hund an, ich trinke ein Bier. Ja, ich guck jetzt, weißt ja. Du, ist hier, hast du ja, nicht gesehen im Augenwinkel? Noch, ja doch, das habe ich gesehen, aber ich ja, weiß das ich, ist bleib, ja. Ich bleib ja, jetzt stehen, weißt du. Ja, warte es eben, klar. Bis der Kleine einen Schluck getrunken hat. Na klar. Was schreibt der? Guck mal da oben, was die schreiben. Ich warte auch. Und ja, Onkel, beide im Ring. Oh, scheiße.
FIFA 15? Ne, definitiv nicht. Was? Wenn, Fußballspiel? FIFA ganz bestimmt nicht. Ja, der Onkel kann das nicht mit dem Ball und so. Nee, ich spiele persönlich FIFA. FIFA ist Kotze. Sorry. Kotze. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht gespielt. Ich kann es nicht beurteilen, ich kann nichts dazu sagen. Nee, ja, aber ich hab, dieses Jahr habe ich überhaupt für keinen Fußball interessiert. Okay. Jetzt kommt sie! Die Leiter der des Jahrhunderts. Bam! Da! Hast du gesehen? Das ist das, was ich meine. Du rennst, du gibst deine Energie, deine Kraft und dein Leben. Und alles, was dabei rumkommt, ist, du fällst einfach drücken. Und jetzt bleibe ich da im Käfig hängen, hier am Ring sein. Meine Fresse, ey. Übel, echt übel. Ach, Tony. Aber der hat schönes Tattoo. Ich finde das cool mit dem Arm-Tattoo, ne? Eine Hand so tätowiert ist cool. Weil der The Rock, der hat ja beide Arme tätowiert. Und der hat sich aber wenn es legendär ist, kann Onkel seinen Vater rausführen. Achso. Das heißt, ich soll ein Handicap-Match, doch dein Partner soll im Ring sein. Das Ganze darauf legendär, aber da darf ich mir wenigstens meinen Wrestler raussuchen. Okay. Wisst ihr, was ich dann mache? Dann setze ich mich hier neben, trinke mein Bier und gucke zu, wie mein Computer voll sich fahrt. Du Stone Cold Steve Austin nehmen und The Rock will ich doch. Boah, dann mache ich einen Stone Cold Stunner. Boah, ich werde dich stunnen, Mann. Ich hätte ja schon gewonnen, aber ich habe gedacht, nee, besser nicht. Was? Ich hätte doch schon gewonnen, ich habe doch schon den Gürtel in der Hand gehabt. Ich habe ihn doch schon angefasst. Hallo? Das war fast gut. Passt. Okay. Ich bleib liegen. Meiner macht Feier. Ah, ich bin hier. Ich bin hier. Du hast ein S versaut. Du hast ein S versaut. Hier, ich krieg's jetzt ein S ab. Mach weg dann. Bam, auf die Frette. Frette? Mein Gott, meine kleine Jorge. Er zappelt erstmal. Wieso kann ich mein Finisher nicht machen? Muss ich da irgendwas machen? Laufen, rennen? Boah, der war bildschöne. Boah, synchronstellen war das jetzt. Ja, ich glaube, du musst rennen dazu. Ich glaub, das ist der echt? Du musst rennen? Okay. Ja, boah, Superman Punch. Wieso geht denn das nicht? Ich dich abgeblockt habe. Nein, ich meine, wieso? Ich dachte, der Superman Punch ist bei denen der Finisher. Nee, es ist Leder, hast du die ganze Zeit. Ja, aber der Finisher ist doch der Superman Punch, oder nicht? Nein, das ist blöd. Ach, der macht auch ein Spear. Der Goldberg macht ein Spear, der Edge hat ein Spear gemacht. Alle wollen das Britney Spears machen. Du musst damit gewinnen, Rivano. Jawohl, Sir. Du musst damit gewinnen, Rivano, darf nicht pinnen. Darf nicht pinnen. Ja, ich muss mit Submission gewinnen und du darfst mich pinnen. Auf legendär mit zwei Gegnern. Aber ist das, das geil. Aber wenigstens, okay. Das verliere ich nicht so, aber ich mache die Herausforderung. Boah, Superman Punch. Superman Punch. Was macht er jetzt? Oh. Ich habe gerade meinen Signature gemacht und du bist sofort wieder da. Das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber der Set One ist auch cool. Ich habe dir doch deinen Finisher geklaut. Deswegen bin ich da. Haha, ich habe die Klaue. Und da liegt er wieder. Ja. Meiner ist schon wieder erschöpft. Ich kann wieder nur einmal kratzen und bin wieder bewusstlos. Was steht da oben? Okay, danke. Ja, klar. Ja, gerne. Was? Bitte was? Ich hab keine Ahnung, was danke ist. Haben wir dich jetzt beleidigt, weil wir gesagt haben, lieber ist scheiße? Nein, das ist Geschmackssache. Naja, ich glaube, ich. Hast du überhaupt Fußballspiele? Ja, Pest. Ich würde alles spielen, was ihr wollt, aber. Pest 2000. Ich bin kein guter Fußballer. Nö, macht das keinen Spaß. Ich glaube, meine Nichte wird mich so abzocken. Schießt Tore ohne Ende. Ich nicht. Ja, aber dieses. Der Abend wird sich groß, wird sich eigentlich damit beschäftigen. Vielleicht später dann. Hast du noch ein geiles Ball? Mortal Kombat, alles so brutal, oder? Warum? Das ist auch geil, wenn ich die damit. Aber das habe ich noch nicht gespielt. Jetzt haben wir erstmal noch ein paar Matchwünsche. Ja. Matchwünsche. Ich habe auch voll Bock jetzt erstmal gegeben. Das macht schon echt Spaß. Ja, das Match hier ist gerade ein bisschen hart. Weißt du, was geil ist? Aber das hast du bestimmt nicht. Jetzt, ach Mann! Du Wichser! Ja. Mann, gib mir das auf den Sack. Nein. Der tut hier, du kennst. Der tut immer meinen Gegner angeblocken. Boah, oh. Superman! So, ich muss mir jetzt kurz ein bisschen ausruhen, damit ich dich zweimal kratzen kann. Und Dreieck, jetzt kommt's, jetzt finishen. Das ist echt ein, aus einer Sekunde. Boah, schön. Oh, guck mal. Da rastet sogar der Bildschirm aus.
Ich hab dich gespiert. Mal gucken, ob es meiner Schande die Leiter aufzuheben. Aber wieso schmeißt du die weg? Was ist denn mit dem kaputt? Ich will die Leiter aufbauen. Junge, ich gleich. Dann drückt er dann immer so auf, Mann. Ich drück deine Energie ist im Arsch. Ach mal, der kann nicht die Leiter aufheben. Mein Wrestler ist so schwach, es tut mir leid. Er nimmt die Steroide nur aus Spaß. Ist ja unglaublich hier. Und jetzt kann ich ihn noch nicht mal da oben runterkicken. Das Spiel arbeitet gegen mich. Das arbeitet echt gegen mich hier, Leute. Das ist unbelievable. Da kann er mit seinem Testosteronarm mit stemmt, weiß ich nicht, 100 Kilo im Fitnessstudio, da kann er keine kleine Aluminiumleiter aufheben. Nein. Zu schwer. Was machst du jetzt? Ja, wo ist er? Was? Onkel, ich weiß, du hast mich jetzt. Ist doch lustig. Oh. Wo ist er? Das sah so übel aus, dass er eigentlich... Echt? Haben wir dich jetzt beleidigt wegen FIFA? Das tut mir leid. Nein, das ist doch... Ich sag mal, jeder hat irgendwelche Geschmäcker. Und wenn man der andere das nicht mag, oder so, muss man den... Das ist ja nicht ganz schlimm. Manche mögen dieses Spiel, manche das. Zum Beispiel mag ich nicht... Ach, das gibt's doch Zum Beispiel mag ich nicht die Schlümpfe oder so. Mach's ne, raus! Das ist witzig, ich hab's das nur gesagt. Ne, die Schlümpfe mag ich ja, die hab ich ja geguckt sogar. Ja, was mag ich denn nicht? Fällt mir jetzt gar nichts ein. Wieso hast du jetzt geblockt? Oh, dieses Match, das geht mir schon total auf die Nerven. Ich finde das cool, aber ich finde es halt scheiße, dass meiner zu schwach war, eine Leiter zu schleppen. Ja, da musst du halt ein bisschen auf deine Energie kommen. Ja, ich bin ein bisschen auf meine Energie. Denn so eine Aluminiumleiter wiegt ja auch 3000 Kilo. Wusstest du das nicht? Giovanno? Hm, geht nicht. Ach komm, ey. Ist das dein Finisher? Nein, du hast meinen geklaut. Ist ja gut so. Da steht was oben. Hä? Nein, du hast mich nicht damit beleidigt, Onkel. Okay. Voll okay. Ach so, okay. Dann haben wir das jetzt wieder falsch verstanden. Du, ich hab die ganze Zeit gewusst, dass alles in Ordnung ist. Boah, ich schneide dir echt dahin. Nein, tut dir nicht weh. Bam, du gute Schnitt. Ich weiß. Seitdem ich weiß, dass meiner so schwach ist, eine kleine Aluminiumleiter aufzubauen. Jetzt geil, ich nicht wieder da drüber auf. Ne, mein Gott, das okay, ist halt so ein... zweimal kratzen und danach bin ich total schlappig. Ich finde hier noch ganz viele Spielfehler. Mein Gott, ich kann nichts mehr machen hier. Der blockt nicht. Der denkt sich, nö, ich lass mich ein bisschen verhauen. Dann wird das schon was mit mir. Jetzt hab ich dich. Ja, voll im Magen treten, das macht man nicht. Was denn? Im Magen treten. Ich kann nicht drücken. So. Zu spät steht da, ich raste aus. Yeah. Ist das schon der Finisher? Kann ich noch was machen? Leute, ich habe ein Problem. Ich habe ein großartiges Problem. Und das ist. Ich komme sogar ein Video. Warum drückst du es nicht? Ich habe wollte ich gar nicht. Oh. Das geht nur da oben. Meine Fresse. Das war nicht absichtlich, Leute. Das war absolut nicht absichtlich. Aber jetzt verliere ich und nur weil meiner bewusstlos ist. Okay. In den Titel behalten. Ich hätte ja vorhin auch schon gewonnen. Ach scheiße, hat er schon? Ja! Na. Ich hätte ja schon am Anfang gewonnen, aber ich wollte ja nicht. Mhm. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe mit Zurück. Oh, jetzt schauen wir noch gar nicht. Weil ich genau so einen Fehler gemacht habe. Ich hab dich gefinisht, ich hab alles gemacht, ihr habt es genau gesehen, ihr wart dabei. Und meiner, die Leiter. Oh Gott, ist so schwer. Oh nein, ist so schwer. Oh nein, ist so schwer. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Kurz warten. Ja, dann stehst du ja wieder da. Wieso, wenn du immer wieder versuchst, die Leiter aufzuheben? Ja, dann geht ja die Energie wieder runter. Ich meine natürlich. Ja, ich vergesse, dass die dann total müde sind, wenn die Leiter aufheben. Wow, geil. Ich habe aber echt gedacht, ich verliere den Titel. Aber nicht gegen dich. So, was haben wir als nächstes? Ich hätte gar keinen Titel gegeben. Jetzt kommt das Take-Team-Match. Oh, nee, ich will das Handicap erst machen. Nein, okay, du bist. Ich komme gleich wieder, ich muss mich kurz umdrehen. Steve Austin und Rock bist du. Ich darf hier auswählen, wer das Ganze auf den Weg gehen. Und ich darf Submission, das ist super. Das wird so mega heftig.
Ja, du machst mich da sowas von satt. Ich kann gerade zu oft blocken. Wie um mich haut. Bin gespannt, liebe Leute, was hier noch so abgeht. Das Handicap wird einfach für mich. Das Handicap wird echt einfach. Ja, deswegen müssen wir jetzt erstmal zusammenfalten. Du nimmst da noch weg. Ach, wie. Boah, geil. Das wird auch gut. Das ist auf Legend, vor allem oder? Der Eintritt. Dann nehme ich den Biker. Noxi, servus. Ja, Noxi? Würdet ihr mal bitte sagen, welche Schwierigkeitsstufe wir die Gegner machen sollen? Legendär, oder? Ja, legendär und so heftig, ne? Aber ich bin auch heftig. Allee, ich kann keine Leitern hochheben. Lass lieber sehr schwer nehmen. Nee, mach legendär. Sagt, entscheidet ihr. Ihr wollt es ja sehen, wie wir verlieren. Okay, dann würde ich sagen, da warten wir mal ganz kurz kurz Mühe. Und da sagt ihr, ich weiß nicht mehr, wer das war, der das Match hier aufgestellt hat. Ich muss reindrücken. Richtig reindrücken. Oh, kann er wieder nicht. Ich will da nur mal ein bisschen angucken. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Einfach nur. Ach so, das ist mit Licht. Boah, guck mal, wie hell das ist, ey. Da kannst du einen töten mit. Hier, guck mal. Mach aus. So, 2 gegen 2. Ach so, wir müssen. Legendär, alles klar. Okay, oh, Mann, das ja sagt, oh. Die Leute wollen sehen, wie wir verzweifelt sind. Die sind sich alle sicher, wir sollen legendär machen. Wir haben eine Chance, weil wir reden miteinander, der Computer nicht. Na komm, wir haben die ganze Zeit schon schwer. Naja. Hattest du die ganze Zeit schon legendär an? Ach, ich wir haben doch eh gegeneinander gekämpft, ist doch Quatsch. Stimmt. Ja, du hast mich auf legendär Schwierigkeitsgrad. Mach mal das Licht aus, ich bin blind. Wie geht das? Abziehen die Hände. Also. Boah. Nicht mal das kann er. Da hab ich doch, ich hab das Licht ausgemacht, schaut. Da braucht er seine. Du brauchst seinen Onkel, der uns erklärt, wie das funktioniert. Brauchst einen Onkel. Onkel, weißt du, was ich dir sagen möchte? Mir geht da ein Licht auf. Toll, toll. Ah, ich trinke auch Bier. Ihr seht Bier? Bin ich jetzt im Bild? Ihr seht jetzt gerade die Regeln. Ne, wir machen ein normales Tag-Team. Das wurde ja gesagt. Ey, Tornado, gleichzeitig ein Tornado. Nee. Da sind wir beide drin, das ist so langweilig, müssen wir abklatschen. Nee, klar, ist ja cool. Ja, was wollt ihr? Normal ist der Tornado. Tornado sind wir die ganze Zeit drin. Oder Elimination, kann man auch machen. Die Elimination wenn ist zum Beispiel wenn du gepinnt wirst, bist du draußen, dann muss ich gegen zwei reintreten. Zum Beispiel, ja, ihr seht... Die Elimination haben wir nicht seht, gesagt, nein, ja, weiß, ihr seht, wir haben auch nicht gesagt. Wir haben auch nicht gesagt Tornado. Ihr seht jetzt die Regel, wir trinken noch ein Bierchen. Was sollen wir machen für ein Match? Entscheidet also, euch. Also es wurde ja eigentlich gesagt ein Tag-Team, normales Tag-Team Match. Tornado, okay. Tornado legendär. Ja, legendär haben da, wir eigentlich. Guck, die sprechen meine Sprache, die verstehen mich. Tornado. Ihr seid cool. Ja. Ey, ich find's aber heute echt mega geil, wie ihr mitmacht. Das gefällt mir echt sowas von. Das war nicht mal bei Odin, wo wir mit Odin, dachte ja auch gut mitgemacht, aber nicht so, dass ihr jetzt uns. Doch, war echt, finde ich echt genial. Das ist ja auch witziger. Ich finde das auch richtig cool. Okay, Tornado, take the match, wir beide im Ring. Zeig doch. Weil da können wir uns nämlich gegenseitig helfen. Wenn er dann am Boden liegt, dann liege ich da und lass die Treppe wieder fallen, weil ich so schwach bin. Aber ich trinke auch noch einen. Zum Wohl, anstößen. Stößen. Jetzt guck mich auch an. Mann, du wurdest auch erzogen, oder? Hab ich die Wölfe kurz gezogen? Ach, das meinst du wohl? Ja, was hast du denn verstanden? Oh, guck mich mal an. Jetzt hab ich gerafft, was der meinte. Was hast du denn gedacht? Wollte ich jetzt Striptease machen oder was? Boah, hier, wir wollen Onkel Leiden sehen. Boah, ich bein schon wieder, ich sehe nichts mehr. Was, wir wollen Onkel Leiden sehen, das stimmt. Ja, wir kämen jetzt zum Glück zusammen. Wenn ihr den Onkel Leiden sehen wollt, muss ich ihm die Brille wegnehmen. Und dann zock mal. Nee, siehst du nicht. Das ist tabu, das gibt's nicht. Siehst du da nichts? Nein, überhaupt nicht. Das ist dann ein No Barrett's Holz Match. Das ist ein No Ice Match. Hast du schon Play gedrückt? Das ist dann wirklich blind zocken. Ja, blind. Wir können ja dann auch mal ein Match machen gegen den Computer. Nee, machen wir die ganze Zeit, oder? Nee, wo gegen den Computer, wo ich die eine Hälfte vom Pad nehme und du die andere. Challenges, ihr könnt gerne challenge. Ja, ich mach dann die ganze Zeit schlagen und muss blocken, ne? Und du musst bewegen, oder? Ich weiß gar nicht, was auf meiner Seite noch Alter, ist. Dann muss ich ja mit dir. Ja, dann nimm wieder die Seite oder was? So meinst du? Und du nimmst ja die andere oder was? Du nimmst Schlag. Oh Gott, das ist der gayste Moment des Abends. Aber gefällt mir. Ich könnte gerne auch Challenges machen, genau. Trust Jump ist eigentlich Trust Jump? Da wollte er eigentlich auch mal vorbei sein. Ja, die sind arbeiten. Kann sein, dass ich da komme. Oh ja. Mal. Wenn ich Onkel richtig leiden lassen will, dann macht ihr 2x1 Trip Poker IP.
Dann leidet ihr. Ich verliere das Pokern und ihr leidet dabei, weil ich dann hier nackig rum. Strippen, wartet, ich lasse ihn eben allein. Komm, fang. Ich mache Musik an. Strippen, Poker. Ja, ich weiß. Oh, das wäre auch cool. Wo man kann nicht, ich das nur. Alle wieder, gehen raus. Da ist er wieder total scharf drauf, mit mir einen Strip-Poker zu machen. Das ist sowas von gay, Rivano. Das ist nein. Sowas von Rivano-Style, aber nur Homo. Ja, wir haben wieder dabei, nur Homo. Ja. No, 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 no. Flashback, no, no, Flashback. No. Hashtag nur Homo. Ja, achso, wir müssen mal klicken. Du hast die Heizung aus, oder? Boah, mir ist so warm, ey. Jetzt ist dir warm vor uns. Ja. Echt, du hast ein Wechseljahr, oder? Klar. Das ist falsch. Ja, ja. Ich okay, also bin auch erschöpft, wenn ich zweimal nicht kratze. Tag-Team-Match. Wer am Boden liegt, muss einen Teil ausziehen. Alter, dann machst du dreimal Bodyslam, dann sitzt du hier schon und ist nur noch mit Socken. Nee, danke. Nee, das... Mit Catchen. Warum sagt ihr nicht Wrestling? Catchen. Ja, nee. Gute Idee. So. Genau, Hashtag nur Homo, meine Freunde. Das. Ja. Rivano-Style, aber nur Homo. Ärgert mich. Okay, nur. Dann machen wir hier rüber. Mit. Ich kann nichts. Ich kann mich nicht bewegen. Ach so, jetzt. Ich muss den Kontroller. Geh mal rüber, obwohl du bist ja. Nee, ich bin aber bei dir im Team. Ich nehme Undertaker. Ja. Ich nehme Undertaker. Aber den Biker Undertaker. Welchen? Den Biker Undertaker. Den. Ja, das würde Dings haben. Und ich muss den alten. Ich nehme Backsflash, aber. Ich muss den alten Kane nehmen. Ja, 92 Punkte, meine lieben Damen und Herren. Gesamt, das ist gut. Ich nehme, was hast du für Backs? Was ist denn das für ein Jahrgang? Ich guck mal für dich. 01. Nein, okay. 01 Backsflash. Genau, dann mach ich auch Backsflash 01. Ja, dann sehen wir beide gleich aus. Achso, wir sollen gegen. Gegen wen soll man kämpfen? Gegen Mark Henry und Big Show. Nein. Ja, toll, das ist ja das. Mach mal, zu mal raus hier. Wieso ich? Paul weil es dein Pen ist. Ey, wir nehmen Big Show. Big Show und Mark Henry. Was machst du? Ich hab B gedrückt, aus Versehen. Es gibt kein B. Viereck. Du lügen so. B, so, ich such Big Show. Da. Alter, der Big Show. Wer noch? Mark Henry. Mark Henry. Warum krieg ich denn jetzt ein Big Show? Also, ich versuch's dir mal zu erklären. Wir sind alle vier im Ring, Onkel. Der Gegner. Der geht aber jetzt, der hier steht, geht aber auf mich los. Das weißt du doch gar nicht. Doch. Die denken nicht, wenn die legendär sind. Die hauen nur drauf. Mit M, ne? Mark Henry? Ja. Ne, mit V. Ah, okay, ich such mal. Fark Henry. Jetzt beleidigt, warum beleidigst du ihn? Ich sag ihm das. Du bist hier der Rassist, nicht ich. Ich? Oh Gott, ich muss jetzt, ich werde jetzt aus der WWE. Oh, mach gehen. Doch mal, Mark da Henry. Ist er doch. Nee, welchen nehmen wir denn? Den neuen, natürlich. Den neuen? Den? Oder was sind der andere für Werte? 85. Ah, mach den 9. Nein, nehmen wir den 9. Okay. Okay. Jetzt kommt, da würde ich jetzt gerne ein bisschen lauter stellen, aber ich darf ja nicht, weil jetzt kommt nämlich die geile Mucke auch von dem. Wownen, 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 ist das die? Mhm. Geil. Na, und mit Kane, warte mal. Ich mach mal ein bisschen lauter für uns mal, das ist auch mal so. Weil den Auftritt, den hatten wir noch gar nicht gesehen. Tut mir leid, wenn es doppelt kommt jetzt, ich hoffe nicht. Ach, guck mal, die alte Scheiße, Arena genommen. Verpixelte. Kommen die einzeln rein? Nein. So wie das. So bin ich heute auch hier reingekommen. Oh, nimm mal, oh, nimm mal, oh, nimm mal. Boah, doch, guck doch mal an, der Undertaker, der hat doch noch Muskeln. Mann, ich muss auch wieder ins Fitnessstudio. Soll auch so aussehen. So, ich mache wieder weiß, was das. Ich fand, dass der Kane hat ja da auch schon welche Pakete gehabt, aber wenn der die Maske abzieht, da krieg ich Angst. Ja, mit der Sonnenbrille. Ich hab den Dicker noch nie mit der Sonnenbrille gesehen. Das ist ja jetzt, aber das ist. Aber der sieht ja cool aus. Mit langen Haaren. Der. Ich kann mit dem anderen Dicker, der hat ja auch jetzt eine neue, hat ja so kurze Haare. Ich finde, das sieht schrecklich aus. Der muss lange Haare. Ne? Gibt doch jetzt schon lange Haare. Ja, Gott sei Dank. Kann er wieder seine. Dreadlocks reinmal. Ah, ganz schöne Kante. Wow, wenn du dir morgen von Steroiden spritzt, siehst du übermorgen auch so aus. Wars of Destruction, die fickenden Fetten. Aber du bist verletzt, guck mal, du kannst nicht spielen, du hast einen hier verbundenen Arm. Ja, schön, vibriert beim Big Show. Ich hab mich gerade zu Tode erschreckt. Ich hab gedacht, der hat Mäuse oder so. Boah, das könnte jetzt schon ein ganz schönes Match werden. Ach so, ich
Wir hätten, noch, wir hätten vielleicht noch Elimination machen müssen. Wenn die Katze beschreiben. Singt mal jetzt, wir sollen singen. Ach, Dali! Hey! Dali! Geil, der hat Geburtstag. Du hast Geburtstag, oder? Ja, herzlichen Glückwunsch! Jetzt oder gleich um 12. Alle Jude. Was? Nee, erstmal fragen, wann er Geburtstag hat. Heute? Hat er nicht. Ja, heute zu meinem Geburtstag hat er geschrieben. Jetzt oder was? Heute hat, zu meinem Geburtstag. Wo hat er das denn geschrieben? Bei dir in die Kommentare, liest du deine Kommentare durch? Ja, aber er hat gesagt, er kommt in der Nacht. Es kann ja auch sein, dass er morgen das hat. Also sag mal, hast du jetzt Hast du das morgen? Hast du das morgen? Heute, siehst du, hab ich doch gesagt. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag. Ach, Gewinnspiel wollte ich auch noch machen. Ja. Gewinnspiel wollte ich noch machen. Ich schenke dir den Onkel, diesen Prachtkerl. Nein. Du kannst ihn mitnehmen nach Hause. Nein. Mach mal. Ich glaube, wir legen dann. Wo soll er leben? Nach dem. Ja, genau. Dreimal hoch. Dreimal. Ja, hab ich gesungen dreimal. Hör auf mich so anzuschreien. Mann. Ich weiß, das war jetzt nicht die Glanzleistung. Wir haben erst schwach angefangen und haben dann stark nachgelassen. Aber ich hoffe, du freust dich trotzdem. Danke. Ja. Ich wollte dich selber angucken. Ich schenke dir diesen Fischstück. Nein. Geht ja nicht ab. Nach dem Match war ich das Gewinnspiel. Ja? Kann ich auch gewinnen? Nein. Mann, ich bin raus! Ich will auch gewinnen. Leute, ich habe mal eine Frage. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Kann ich das mal hochhalten? Geht das? Ja, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kriege ich das unter meine treuen YouTube zu. Seht ihr das? Ist das ein Bild? Wie kriege ich das? Habt ihr so eine Maus schon mal gesehen? Ich hab gedacht, was ist denn da kaputt mit? Ich hab gedacht, der hat sich da aufgesetzt oder so. Ja, ich hab mir gedacht, wie kriege ich denn überhaupt das Gewinnspiel unter meine treuen YouTube-Zuschauer? Oder meine treuen Zuschauer? Weil machst du das auf YouTube, dann kann jeder Einzelne sich da seine Antworten, dann musst du das. Ich würde es aber gerne an Bekannte, die. Was ist mit selbst? Oh! Ich bin drin! Ja, klar, du weißt. Ach, ich dachte, wir haben Tornado, du hast falsch eingestellt. Du bist ein. Ich hab Tornado eingestellt. Da, warum sind wir da nicht drin beide? Du hast wieder was falsch gemacht. Der Onkel hat wieder was falsch gemacht. Oh, geh mal halt nochmal raus. Mann, Onkel. Oh, Mann. Tornado fängt mit T an. Und hört mit Ornado auf. Genau, ich hab Tornado gemacht, du Ich stell das jetzt ein. Ach nee, ich hab Elimination Tag gemacht.